This is the future. Evolution. This is the future. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem kleinen Video zu der Trophäenliste zu Rise of the Ronin von Team Ninja. Ja, als allererstes kleine Story-Spoiler-Warnung, denn es wird zu ein paar kleinen Story-Spoilern kommen und wer eins und eins zusammenzählen kann und sich schon über das Spiel informiert hat, wird dadurch natürlich ein bisschen gespoilert, aber das ist minimal. Wichtiger ist letztendlich die Trophäen und was ihr dafür machen sollt. An dieser Stelle will ich daran erinnern, dass ich ein ausführliches Video gemacht habe, dass Rise of the Ronin alles anders macht, als ihr denkt, wie man sonst vom Team Ninja gewohnt ist. Hier wird es die Zeit natürlich sprengen, also wie gesagt, checkt auf jeden Fall das Video aus. Beginnen wir mal mit allen Bronzetrophäen. Es wird insgesamt 39 Bronzetrophäen geben. An dieser Stelle, ich zeige euch jetzt die Liste, dann werde ich auf die ein oder andere Trophäe ein bisschen eingehen, aber sonst nicht wirklich viel dazu sagen, weil es selbsterklärend ist. Zum anderen werde ich immer wieder kritisiert dafür, dass ich eine Liste mache und die dann vorlese. Okay, es gibt aber auch Menschen, die ein Handicap haben, zum Beispiel hören oder zum Beispiel sehen. Deswegen lese ich die meisten dann auch vor, weil viele Menschen wollen spielen. Let's do it, beginnen wir mal mit den Bronzetrophäen. Tauchgang des Ronin von erhöhtem Deck des Blabla-Tempels ausgeglitten. Das ist diese sogenannte Gleiterfähigkeit. Habt ihr bestimmt in den Trailern schon mal gesehen. Die nächste Trophäe. Ryoma Sakamoto, das Leben retten. Die nächste Bronzetrophäe ist Leb wohl, schwarze Katze. Ja, auch wieder jemanden das Leben retten. Das ist wie gesagt alles, diese Trophäen sind alle, ihr seht es hier, völlig storygebunden. Die bekommt ihr dann automatisch während einer Story. Wichtig an dieser Stelle ist nochmal Lebensretter, die Ziele einer No-Kill-Mission erreichen. Das heißt, wir haben also auch in dem Spiel eine Mission, wo wir keinen töten dürfen. Fand ich bei Assassin's Creed immer völlig bescheuert, wenn ich keinen killen durfte. Ich habe sie mal alle eingeschläfert. Vielleicht haben wir Gadgets, das auch machen zu können in Rise of the Ronin. Wir werden es ja sehen. Ja, dann die neunte Trophäe ist sehr interessant. Städte der Dunkelheit, Kapitel 2 abschließen. Anhand der ganzen Trophäen kann ich jetzt schon sagen, dass es insgesamt 3 Kapitel geben wird. Mehr nicht. Ja, seltsame Bettgenossen finde ich ziemlich witzig. Vermittle eine wahre Beziehung zwischen den zwei verschiedenen Clans, die es dort gibt. Oder es gibt ja mehr Clans, aber gerade zwischen den beiden Clans, auch mit der Story verbunden, ist letztendlich easy peasy. Ja, das sind die 10 ersten Bronzetrophäen. Wie gesagt, die meisten alle Story gebunden. Gehen wir mal weiter, jetzt wird es nämlich ein bisschen interessanter. Also, ja, eine Show für den Shogun. Erfahre beim Duell die Identität des mysteriösen Samurai. Ja, genau, ist auch Story. Ist auch Story. Eine glückliche Erinnerung auf Wunsch von Taka Murayama ein Foto gemacht. Das ist der Beginn von Sammelaufgaben. Ja, schwarzes Schiff, lange Schatten, Kapitel 1 abgeschlossen. Ihr kriegt auch Flying the Next, das ist die 17. Bronzetrophäe. Prolog kriegt ihr auch eine Trophäe, weil ihr einen Prolog abgeschlossen habt. Also ihr bekommt eine Bronzetrophäe für erste Kapitel, also für den Prolog, fürs erste Kapitel, fürs zweite Kapitel und fürs dritte Kapitel bekommt ihr jeweils Bronzetrophäen. So, abgerundete Ronin, Level 55 erreichen, also wird es Level Cap 55 sein. Ja, dann Geldsäcke, ihr sollt 150.000 Zen ansparen, das ist die Währung natürlich dort. Ja, und dann Martial Arts, das finde ich auch sehr interessant. Besiege Feinde mit jeder Waffe. Halleluja, Schwester. Aber sonst ist es auch wieder sehr, sehr machbar mit natürlich hier beginnenden Sammelaufgaben, ganz klar. Ja, was will ich weiter dazu sagen? Ist selbsterklärend, ne? Gehen wir mal weiter, gucken uns die nächsten Trophäen an, die nächsten Bronzetrophäen. Hier wird es natürlich wieder lustig. Von 21 bis 30 Lust, sie hier zu treffen, hatte 55 zufällige Begegnungen. Die kriegt ihr aber nur, und das ist gleich mein Tipp, wenn ihr Nebenquests macht oder Nebenaufgaben macht, dann habt ihr mehr zufällige Begegnungen. Wenn ihr nur strikt die Hauptstory durchspielt, kriegt ihr sowieso keine Bronze, ist ja klar, kein Platin, ist ja klar. Dann gibt es so Freizeitaktivitäten, das mich irgendwie mal an Valhalla, da kannst du auch irgendwelche Spiele spielen. 5 Betrüger habe ich schon, musste bei diesen Spielen. Dann Stilguru, beherrsche 3 Kampfstile, das ist auch wieder geil. Und dann finde ich persönlich auch wieder witzig, erhalte den höchsten Rang, das heißt eines Meisters in der Segelflugausbildung. Erhalte den höchsten Rang als Bogen.
Bogenschießen zu Pferd, erhalte den höchsten Rang im Dojo, erhalte den höchsten Rang bei der Waffenschussausbildung. Also das sind alles Dinge, die ihr dann ja bei euch selber machen könnt. Ja, ich sag mal, in eurer Dojo wird es definitiv geben. Geiler Scheiß. Resonanz rüstet zum ersten Mal 4 oder mehrere Ausrüstungskicke mit demselben Set-Bonus aus. Wichtig. Also achtet mal darauf beim ersten Mal, wenn ihr irgendwas Schönes gefunden habt, selbe Set-Bonus komplettieren und dann bekommt ihr auch diese Trophäe. Gehen wir mal weiter, weil ich will nicht, dass das Video so ewig lange geht. Ja, 31 bis 40 oder bis 39, weil es gibt ja nur 39. Neuern fanden ihr Langhaus wurde zum ersten Mal umgebaut. Also das ist das, was ich meine. Bei deinem Langhaus kannst du dich ausrüsten. Da wirst du craften können und auch beim Langhaus wird dann das Dojo sein. Dann Reise durch die Zeit zum ersten Mal eine Mission mit dem Testament der Seele wiederholt. Keine Ahnung, was das ist, das kann ich euch nicht sagen. Für die, die es wirklich durchgespielt haben und das gemacht haben, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ist die Reise durch die Zeit mit dem Testament. Das würde mich echt interessieren. Kann ich von jetzt hier aktuell noch nicht sagen. Stand heute, wo das Video online geht. Archiviere die ersten Gebietsanleihen auf Stufe 3. Das ist wieder Crafting und dann wieder auch wieder Sammler. Ne? Du hast deine erste Abschlussbelohnung erhalten. Gut zu gehen, Rüstung, Waffen und Zweihandwaffen verbessern. Also Crafting wird einen großen Einfluss haben auf das Spiel. Machtübertragung, du hast deine ersten Anleiheübertragungen durchgeführt. Ja, also in die Politik wirst du auch ein bisschen gehen. Ja, eine gute Wendung, sie haben ihr erstes Geschenk gemacht. Schicksalhafte Begegnung, du hast eine persönliche Bindung auf der Stufe 4 erreicht. Das bedeutet, es wird Romanzen geben. Bei den Romanzen, wie seht, gibt es auch natürlich noch 4 Stufen. Also nicht gleich hier, ach, du bist aber schön knickknack, dann ab ins Bettchen und so ein Kram und dann werden neue Ronins und Samurai gemacht. Nein, ihr müsst diese Beziehung über im Laufe der Story weiterführen. Ja, also Geschenke machen und so ein Kram. Finde ich cool, ist ein geiles Ding, aber jetzt gehen wir mal zu den Silbertrophäen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Bronzetrophäen haltet. Okay, weiter geht's. Ja, Tränen des blauen Dämons. Seht ihr schon, ihr habt es geschafft, den blauen Drachen an Bord des schwarzen Schiffes zu besiegen. Ist Story gebunden, kommt er nicht drum rum. Zum einen, zum anderen gab es den schon in den Trailern zu sehen. Der blaue Drache, der geheimnisvolle Samurai. Ja, dann natürlich wieder Sammelaufgaben. Sammel alle Katzen und dann fülle alle Fotopunkte aus. Na, du kriegst eine Bronzetrophäe für eine Katze, für ein Foto und du kriegst eine Silbertrophäe für, ja, alle Katzen. Und ich hasse so eine Sammelaufgaben. Aber egal, das ist meine Meinung. Okay, das ist wieder interessant. Social Climber hat alle verfügbaren Verbündeten an Missionen teilgenommen. Also du musst mit allen verfügbaren Verbündeten während der Hauptstory, die du kriegst, an einer Mission teilnehmen. Also das kann sein, dass die verfügbaren Verbündeten euch Missionen geben, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Und ihr dann mit denen Missionen macht, das wären dann also auch wieder Nebenquests. Ja, 15 Flüchtlinge besiegen, wie gesagt, Nebenquest. Dann kriegt ihr das, ja, du hast deine erste Liebesbeziehung begonnen, ist ganz klar. Und das Schicksal ihres Blade Twins besiegelt, ja, deines ja, Klingenzwillings. Finde ich sehr interessant. Und dann zum Abschluss, ja, Beginn des neuen Japans, Kapitel 3 abschließen. Na, dann kriegst du Silbertrophäe. Gehen wir mal zum Schluss. Das heißt also, zu den Goldtrophäen schließe eine optionale Ronin-Mission mit dem aktivierten Schwierigkeitsgrad Mitternacht ab. Das ist die einzige Trophäe, wenn ihr einmal durchspielen wollt, dann müsst ihr von Anfang an auf dem Schwierigkeitsgrad Mitternacht spielen. Wie schwer der ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es wird ja sowieso gerätselt, wie schwer das sein wird, weil es ja, dazu bin ich auch in meinem Video darauf eingegangen, dass Rise of Ronin alles anders macht als sonst gewöhnlich. Rise of Ronin ist kein Souls-like. Punkt. Meine Meinung. So, ja, und dann freundliche Nachbarschaft. Alle Bond-Missionen abgeschlossen. Diese Bond-Missionen sind diese sogenannten Nebenmissionen. Ja, die Liste sieht meiner Ansicht nach größtenteils so aus, dass ihr viel vervollständigen müsst. Das heißt, wir brauchen also 50 Flüchtlinge, alle Bond-Missionen, alle Verbündeten, alle Waffen, alle Fotos, alle Katzen, alle Missionen mit Verbündeten. Dafür brauchen wir erstmal alle Verbündeten. Die einzige ist wirklich die Mitternachtsüberquerung. Das heißt also, diese Mission im Schwierigkeitsgrad Mitternacht. Der Rest scheint Schwierigkeitsgrad gebunden. Also machbar zu sein, je nachdem wie viel. Wichtig nochmal, wir müssen natürlich auch das Dojo ausbauen, im Dojo trainieren, bis auf Meisterstufe, Bogenschießen zu Pferd, Segelflugtraining müssen wir machen und natürlich die Schusswaffen. Tja, aus der Trophäenliste natürlich, habe ich ja gerade schon gesagt, geht natürlich hervor, dass es auch eine romantische Beziehung geben wird. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Natürlich wird es wieder auch ein paar Tipps und Tricks Video noch geben, was die Thema Fundorte angeht. Und wie sage ich immer so schön, bleibt gesund und Semper Fi. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren. Nicht vergessen, es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen.
Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.